Servus, wir melden uns da live aus Klagenfurt vom Spielerfloß. Servus. Jetzt kommt es in Kürze zum ultimativen Stand-Up-Battling, zur Challenge. Und zwar für einen guten Zweck. Und es sind hochkarätige Teams am Start, 8 Vierer-Teams. Das heißt, mehr als 15 Teilnehmer auf jeden Fall. Und ja, wir haben schon einige Teams da getroffen und interviewt. Die haben sich schon sehr, sehr gut vorbereitet. Also was man gehört haben, Höhentrainingslager und Videoanalyse der Gegner. Das genau. Ist, glaube ich, ziemlich professionell da. Ja, genau. Also. Und geschenkt wird einem nichts da, weil die sind alle höchst motiviert. Man hört es eh im Hintergrund. Also da wird es richtig zur Sache gehen gleich. Ich glaube ja auch, dass es das eine oder andere Foul gibt. Aber zum Glück ist kein Schiedsrichter vor Ort. Wo zieht das mehr? Am Balken oben oder da vom Wörthersee? Nein, da geht man schon brutal raus da jetzt, muss ich sagen. Vor allem, Gregor hat mehr Angst vom tiefen Wasser als wie vor Höhe. Ja, das glaube ich, das ist nämlich Wassertiefe über 1,5 Meter. Hallo, wir stehen mit Nick Berger, Beachvolleyball-Legende. Früher noch am Center Court im Einsatz, jetzt mittlerweile im Wasser. Ich sehe, sein Team gewöhnt sich schon einmal ans Umfeld, ans Wasser. Ist das die Taktik? Die Taktik war, dass wir nicht wissen, wie wir paddeln. Wir wissen auch noch nicht, wo wir paddeln. Und der Franz Klammer ist gerade baden gegangen, aber... Ja, weil es er rettet dich wieder auf. Ja, weil allein das dauert 4 Minuten. Du sagst, wieso ist denn das ausgenommen? Only seconds before the start, we want to hear how you feel. I feel very Olympic today. Olympic? But are you nervous? No, no, not really. We race for fun. Okay. And the team is great. But you saw what happened to Franz Klammer. No, I didn't. No, he didn't? He got wet. I will get wet as well. Ja, Humano Med, die ziehen gleich davon. Die waren fit am Start, das haben wir gesehen. Aber unser 1-Team auch stark drauf. Haben jetzt die Führung übernommen, jetzt die Wende wird eine ganz wichtige Passage. Schaut aus, als ob der Ford Ski fährt. Da kommt schon der Erste in die Kurven. Da kommt der Erste in die Kurven. Red Bull, der Schlussläufer. Schlussläufer von Red Bull hat Probleme, hat ein bisschen Probleme. Der hat die Boje versandt. Oje. Zieleinlauf von Manu Med. Ja, okay. Ja, überlegener Sieg. Unglaubliche Gänsehautstimmung da jetzt am Spielerfloß. Wir sind kurz vorm Finale. Die neue Streckenführung wird gerade erklärt. Neue Taktiken werden sich ausgemacht. Es müssen jetzt alle 4 auf einem Board stehen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Jetzt müssen alle 4 rauf. Und ja, die Nervosität sieht man schon. Auf die Plätze, fertig, los! Und schon geht's los. Alle starten gleich schnell. Ich bin gespannt, wer die erste Attacke starten wird. Ja, die Kurve wird interessant. Wer nimmt die Innen, wer die Außenbahn, dann wird es gleich kollidieren. Boah, Jack Robin kommt schon wieder um die Kurven. Wobei, jetzt Knie schon 3. Jetzt wird der letzte auf die Knie gehen, glaube ich. Inspiriert vom Heiratsantrag heute am Center Court haben sie gleich alle drei niedergekniet. Ja, jetzt lassen sie sich feiern. Hannes, dürfen wir dich gleich zum Siegerinterview? Ist der Sieg? Wie hat sich's angefühlt? Ja, war logisch. Ist das mit dem Knien erlaubt? Nein, es war nicht, ich war nur, ja. Okay. Jetzt einmal die gleichen... Austarieren, ja, drin. Die gleiche Frage, die wir immer gestellt haben, wie fühlt sich das an, vor so viel Leid in Folge zu sein? Wegen euch habe ich das alles geschafft. Ohne euch Publikum war ich gar nichts. Ja, danke Klagenfurt, mein liebstes Rennen auf der ganzen Welt. Ich komme wieder. Bravo. Ein halbes Jahr Vorbereitung für das braucht, aber trotzdem, gratuliere.